Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. 1963 erleben die Berliner ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin ein Berliner. Es war einfach ein Politiker, wo ich dachte, pfah. Die zwei mächtigsten Männer der Welt geben sich die Klinke in die Hand. Und die erste Frau im All erobert die Herzen der Erdenbürger. Die ganzen Kerle hatten sich verknallt. Im Fußball beginnt eine neue Ära. Keiner wusste ja, wie geht das mit der Bundesliga aus. Kommen die Zuschauer, kommen die nicht? Weihnachten 63, Passierscheinabkommen. Der Kalte Krieg macht eine kleine Pause. Die Vereinbarung dient ausschließlich dem Gebot der Menschlichkeit. Anfang 1963, der Kalte Krieg, so kalt wie nie. Im Januar durch die Bank Minusgrade. Das in einem Popsong besungene Samtkleid hilft den Berlinern nicht. Sie brauchen Kohlen, viel mehr als sonst. Um die Versorgung sicherzustellen, werden in West-Berlin die Ladenschlusszeiten für Kohlenhändler aufgehoben. Verkauft wird direkt auf der Straße. Ältere fühlen sich an die frostigen Kriegswinter erinnert, doch dieser Winter ist der kälteste des Jahrhunderts. Eiszeit. In den Krankenhäusern herrscht Hochbetrieb. Ja, bitte, Frau Rettungsamt, Bettennachweis. Nur noch bescheinigte Lebensgefahr ermöglicht Krankenhausaufnahme. Zwei Bettzimmer wurden in drei Betträume verwandelt. Und mancher Patient findet vorübergehend nur in Abstellkammern oder auf dem Gang Aufnahme. Weit dehnt sich die Eisfläche über Wannsee und Havel, weiß und trügerisch. Der Schiffsverkehr ruht vollständig, auch auf der Station der Wasserschutzpolizei Schwanenwerder sind die Boote eingefroren. In Mannschaftswagen, die mit Rettungsgerät ausgerüstet sind, versehen die Männer ihren jetzt besonders schweren Dienst, denn immer wieder kommt es auf dem Eis zu schweren Unglücksfällen. Die Ursachen sind Leichtsinn und Dummheit. Diesen PKW haben wir heute Nacht hier sichergestellt. Der Fahrer fuhr hier im angetrunkenen Zustand auf dem Eis der Havel herum. Und das Fahrzeug bleibt hier, bis der Fahrer ausgenüchtert ist. Ja, nun weiß jedermann, dass man also betrunken sich nicht ans Steuer setzen soll. Aber haben Sie überhaupt etwas dagegen, dass man auf dem Eis fährt mit dem Wagen speziell? Nach der Verordnung zur Gefahrenabwehr über das Betreten von Eisflächen ist das Befahren des Eises auf öffentlichen Gewässern mit Fahrzeugen aller Art verboten. Dann doch lieber tanzen. Bewegung gegen die Kälte. Der Frost vereint die beiden Stadthälften wie sonst fast nur das Westfernsehen. Jenseits der Mauer sind die Engpässe bei Kohle und Gas ebenso dramatisch. Mit martialischen Überschriften und bunten Bildern macht sogar die gerade gegründete Frauenzeitschrift Für dich die Kältekrise zum Aufmacher. Oh, ich kratze hier und raus die blauen Augen. Als die erste reguläre Ausgabe Anfang 1963 erscheint, ist Peter Leske noch Fotograf bei der Zentralen Presseagentur der DDR. Sein Job ist es, die Politprominenz bei offiziellen Terminen zu knipsen. Für Kreativität ist da kein Platz. Das genügt Leske nicht. Er ist jetzt 27. Er will richtige Bilder machen. Als die Für dich bei ihm anklopft, zögert er nicht. Der Redakteur hatte mir schon gesagt, dass es natürlich um die Frauenbelange geht in jeglicher Hinsicht. Aber dadurch, dass Frauen nun zu DDR-Zeiten zumindest in allen Bereichen tätig gewesen sind, rein von der Arbeit her, von der Qualifikation und so, kam man also auch in alle kulturellen, alle Wirtschaftsbereiche rein. Und für mich schien das am Anfang eine sehr, sehr gute Aufgabe zu sein. Ja. Ob Mode, Möbel oder Männer, in der Für dich soll Platz sein für alles, was der modernen, gleichberechtigten Frau im Sozialismus Spaß macht. Es gibt Promi-Porträts, Kosmetiktipps, Reportagen aus der Republik. Dass sie bei allem linientreuen Optimismus Kritisches nicht ausspart, verschafft der Für dich schnell einen Nimbus und macht sie zu der Frauenzeitschrift der DDR. Weil ich so schrecklich
in der sich auch die mächtigsten Männer des Landes gerne präsentieren. Ein Frauenbezug findet sich fast immer. So zum Beispiel, als der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow im Jahr 1963 nach Ost-Berlin kommt und das Werk für Fernsehelektronik besucht. Einen Frauenbetrieb. Die für dich schickt ihren politikerfahrenen Fotografen Leske, der gerade noch dachte, solchen Terminen fortan entkommen zu sein. Doch beim Mann aus Moskau ist alles anders. Das war einfach ein vitaler Hund, ja. Das war ein Bauer, ja. Und der hatte natürlich eine ganz andere Art, auf Leute zuzugehen und mit ihnen zu reden und einfach durch die Körpersprache auch etwas auszudrücken, was die ganzen Parteigrößen und so weiter, die studiert hatten und Philosophen waren etc., das konnten die gar nicht verkörpern. Das hatten die einfach nicht drauf, ja. Das hat mich an diesem Mann sehr, sehr fasziniert. Und deshalb ist es auch diese Serie gewesen, ja, wo er ja da einmal so, als ob er den Bären zerfleischen will, ja, diese Handbewegung. Abseits der Kameras knüpft sich Chruschtschow auch die Genossen in Berlin vor. Als Gast des 6. Parteitags der SED bemängelt er die schlechte Produktivität im Vergleich zum Westen und unterstützt damit Ulbrichts beabsichtigten Kurswechsel in der Planwirtschaft. Mehr Eigenverantwortung der Betriebe, höhere Produktivität, lautet das Credo. Vorwärts! Einmütig gaben die Delegierten dem Plan für den Sieg des Sozialismus ihre Stimme. Aufbruchsstimmung im Jahr 2 nach dem Bau der Mauer. Man gibt sich locker. Zur Pause darf Fernsehunterhalter Heinz Quermann aufs Podium. Fröhlich sind wir, glücklich sind wir. Paul Ferner hat gesagt, nach dem 13. August haben sich im demokratischen Berlin die Geburtenziffern erhöht und die Eheschließungen vermehrt. Ich muss sagen, lieber Paul Ferner, ich habe vor dem 13. August schon auf diesem Gebiet, war ich, also nicht mehr. Der Optimismus ist ja ganz klar. Optimistisch geht es auch in einem Film voran, der Mitte Januar in die Kinos kommt und den Aufbruchsgeist in der DDR nach dem Mauerbau in Szene setzt. Beschreibung eines Sommers. Tatkräftige, anpackende Freiwillige aus der ganzen Republik ziehen in Heerscharen zur Großbaustelle eines Industriekomplexes. Die Jugend der DDR bezieht Position. Sie bauen nicht nur ein Werk, sie bauen mit am Sozialismus. Diese Botschaft steckt hier in jeder Dialogzeile. Muss schön sein, den ganzen Tag durch ein Fernrohr zu sehen. Darf ich? Da sieht die Welt ganz anders aus. Die Konturen verschwimmen. Für mich wäre es dann doch nichts. Ich bin für Klarheit. Guten Tag, ich hätte gern den Roman Beschreibung eines Sommers von Karl-Heinz Jacobs. Haben Sie den? Habe ich leider nicht mehr da. Ist schon eine ganze Weile ausverkauft. Schon die Romanvorlage war ein Bestseller. Nach dem Film wird eine ganze Generation ihre Kinder Tom und Grit nennen, wie die Hauptfiguren. Doch nicht die Schilderung des Aufbauwerks macht den Film so populär. Er erzählt vom echten Leben, das den hehren Idealen dazwischen funkt. Dann möchte ich Sie höflichst fragen, was Sie da an der rechten Hand haben. FDJ-Sekretärin Grit ist verheiratet und verliebt sich trotzdem in Tom, einem ruppigen Individualisten. Christel Bodenstein und Manfred Krug. Schon ihr erstes Aufeinandertreffen überhöht der Film zum zarten Ringen zwischen sozialistischem Regelwerk und einer Liebe ohne Rücksicht auf gängige Moral. Es verstößt gegen die Sicherheitsvorschriften, wenn Sie auf der Baustelle irgendwelche Ringe tragen. Ist das wahr? Ja. Sie haben das Recht, von mir zu verlangen, dass ich meinen Ehering ablege? Ja, das Recht habe ich. Was geschieht, wenn ich dem nicht Folge leiste? Dann verhänge ich Baustellenverbot. Wann? Sofort. Und was geschieht noch? Ich kann Geldstrafe verfügen. Wie hoch? Wie es mir beliebt. 50 Mark, 100 Mark, nicht mehr als 150. Und das muss ich sofort tun? Sofort. Ich habe den ganz naiv als Liebesgeschichte gesehen. Ich fand Krug toll, ja. Also, hätte mich in den auch verschießen. Also, das war das Alter, wo man eben auf solche Sachen total abfuhr. Regine Silvester ist ein Mädchen aus Mitte. Sie geht in der Auguststraße zur Schule. Der Großteil ihrer Verwandtschaft lebt drüben, im Westen. Ich war ein Teenager mit Interesse für Mode, für Jungs, aber durchaus auch für Wissen. Ich war ein Jahr vor dem Abitur. Und ich habe
oft daran denken müssen, dass ich 2 Jahre vorher noch meine ganzen Verwandten im Westen habe besuchen können. Und plötzlich waren diese ganzen Wege, die ich immer gegangen bin mit meinen Freunden oder die Verwandten besuchen, plötzlich waren die dicht. Plötzlich lief man immer gegen was, wo man nicht weiterkam. War für mich eine ehrlich schreckliche Erfahrung. Und im Osten, ich kannte mich echt nicht aus. Ich habe mir nachdem die Mauer gebaut wurde, einen Stadtplan gekauft, weil ich nicht genau wusste, wie bewege ich mich im Osten. Das hat aber gar nichts mit Verachtung oder so zu tun gehabt, sondern es war einfach, weil viele meiner Freunde, meine ganzen Verwandten im Westen waren. Auf der anderen Seite der Mauer lebt einer, der in umgekehrter Richtung von West nach Ost blickt. Jürgen Engert stammt aus Dresden. Mitte der 50er Jahre war er nach West-Berlin gekommen, weil man ihm in der DDR das Studium verwehrte. Seine Familie aber blieb dort, seit dem Mauerbau unerreichbar. Für mich war damals die Mauer ein Faktum. Es war der Augenschein für die Menschen in der Stadt und für die Leute in der DDR. Also Kinder, jetzt ist nun mal Mathe am Letzten. Nicht? Jetzt geht es auseinander, auch in den Kommunikationen zwischen den Menschen. Die Teilung der Stadt ist auch beruflich sein Thema. Engert ist politischer Journalist. Er arbeitet bei Der Abend, einer Zeitung, die sich als Großstadtblatt im Geist der 20er Jahre versteht. Einst als Abendzeitung gegründet, erscheint sie mittlerweile mittags. Das heißt für Jürgen Engert, früh aufstehen. Jeden Morgen Redaktionsanfang, 5 Uhr. Da muss man sich dran gewöhnen. Und dann ging es gleich los. In der Redaktion waren eine ganze Reihe von Journalisten, die zum Teil im Dritten Reich nicht schreiben durften, also Schreibverbot hatten, und die dann wieder publizistisch tätig wurden. Und die versammelten sich da. Und die gaben jungen Kollegen, die dann einrückten, auch eine Fassung. West-Berlin, Mitte Februar 1963. Bei der ersten Wahl seit dem Mauerbau wird Willy Brandt triumphal als regierender Bürgermeister bestätigt. 90% Wahlbeteiligung, 62% für die Sozialdemokraten. Ein 16-jähriger Ost-Berliner ertrinkt bei einem Fluchtversuch in der Spree. Der Winter dauert an. An der Freien Universität kommt es zu Protesten gegen den frisch gewählten AStA-Vorsitzenden. Er ist 21 Jahre jung, heißt Eberhard Diepken und ist Mitglied in einer schlagenden Verbindung. Das ist Eberhard Diepken, aktives Mitglied der Berliner Burschenschaft Saravia, die seit 1872 Ehre, Mannestugend und Vaterland auf ihr Panier geschrieben hat. Die vollzogene Wahl eines solchen Studenten laufe auch heute noch dem Geist dieser Universität zuwider. So argumentieren die Ältesten des Konvents. Ich wurde einfach hingestellt, da wurde über mich etwas erzählt, man wurde nicht selbst dazu gefragt und dann lief das als Kampagne ab. Das habe ich in der Tat damals so erlebt und ich weiß nicht, ob es mich bestimmt hat, aber wahrscheinlich unterschwellig habe ich das nicht so ganz vergessen. Diepken ist gerade 4 Tage im Amt, als der Protest Wellen schlägt. Studentenverbände setzen eine Urabstimmung durch, um den Burschenschaftler abzuwählen. Man dürfe nicht jenen Geist pflegen, der die deutsche Demokratie zerstört habe. Erstmals formiert sich eine starke Linke an der FU. Die Vorbehalte gegen schlagende Verbindungen teilen viele Studenten. Diepken fühlt sich missverstanden. Burschenschaft ist für den, der ein bisschen nostalgisch veranlasst war und historisch interessiert war, wie ich, ist natürlich auch die Burschenschaft der Freiheitsbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts. Und im Grunde geht man ja in studentische Vereinigungen, weil man dort Leute kennenlernt und mit denen dann sich gut versteht, gemeinsam studiert, bestimmte Entwicklungen dabei dann noch mit unmittelbar macht. Die Freie Universität hat sich entschieden. Mit 64,5% aller abgegebenen Stimmen wandten sich die Studenten eindeutig gegen den Burschenschaftler. Das Ergebnis der Urwahl ist eindeutig.
Die Karriere des Studentenführers Diepgen beendet, bevor sie begonnen hat. Für ihn ein Schlüsselmoment. Jetzt weiß der junge Bursche aus dem roten Wedding, dass er sich fortan politisch engagieren will. Ich bin anders als viele meiner Generation damals in die CDU eingetreten. Für mich war das eine Entscheidung im Protest gegen das, was ich an der Freien Universität erlebte. Das war Manipulation von links. Im Rahmen der Arbeit an der Universität habe ich gelernt, dass man alleine ohne einen Hintergrund dort wenig gestalten kann. Diepgens Generation in West-Berlin, das sind die während des Krieges Geborenen. Oft ohne Vater aufgewachsen, haben sie sich ihre Leitbilder in den Filmen und der Musik Amerikas gesucht. Sie geben sich lässig und tanzen den Twist. Doch in diesem März 1963 mischt sich eine andere Melodie in die Köpfe der Berliner. Im Zoopalast hat der erste Winnetou-Film Premiere. Der Beginn einer Ära. Pierre Brice ist ein noch unbekannter französischer Kleindarsteller, als er hier erstmals an der Seite von Old Shatterhand in die Herzen der Deutschen einreitet. Doch mit sanftem und festem Blick macht er Karl Mays Indianerhäuptling aus dem 19. Jahrhundert zur moralischen Lichtgestalt der Nachkriegsdeutschen. Edelmütig und bescheiden. Ein Mann, der kein Wort zu viel verliert und dennoch alles weiß. 5 Pferde, 1 trug keinen Reiter. Sie kamen aus dieser Richtung. Hier sind sie abgestiegen. Ihre Spuren führen zur Straße. Ich will einen Cowboy als Mann. Schlager mit Hillbilly-Touch. Die junge Gitte aus Dänemark. Mit 17 hat man noch Träume. Mir gar nicht auf der Schießen an, denn ich weiß, dass du ein Cowboy küssen kann. Fasching 63, natürlich als Cowboy und Indianer. Junger Old Shatterhand und wilder Winnetou. Und mancher geht als Maus. Anfang März erleben die Zuschauer des Senders Freies Berlin einen Berliner Bengel, der zum Kinderstar wird. In Schwarz auf Weiß, einem Fernsehspiel aus der Mäusewelt, hat Ilja Richter seinen ersten Auftritt vor der Kamera. Der 10-Jährige spielt Mäusekind Kukuruz, so pointiert und selbstbewusst, wie er ein paar Jahre später die Hits der 70er ansagen wird. Aber Mutti, draußen scheint ja noch die Sonne. Die Sonne ist heute viel heller als gestern. Schwarz auf Weiß von Ephraim Kishon ist nicht nur eine Mäusemaskerade, es ist eine Parabel. Es geht um weiße Mäuse und minderwertige Graue. Die Verachtung steht Mutter Maus ins Gesicht geschrieben. Rassismus in der Gesellschaft, alles andere als Kinderkram. Ich hab dir niemals verboten, mit ihnen zu spielen. Sie sind genauso Mäusekinder wie du. Ich wusste ja, worum es ging. Da sind die grauen Mäuse, die werden benachteiligt, und da sind die weißen Mäuse, die fühlen sich als was Besseres. Das war die Information, die reichte. Ich habe einfach in der Familie dort zu viel gehört, schon sehr früh über Faschismus, über Rassismus, über Antisemitismus, ja? Und sehr früh zur Kenntnis genommen, dass man keine Verwandten auf der mütterlichen Seite hat. Keine Oma, kein Opa, keine Tanten. Und sehr schnell verstanden habe, dass die ermordet worden waren. Ilias Mutter war Schauspielerin, überlebte als Jüdin die NS-Zeit nur mit falschen Papieren. Sein Vater, Kommunist, saß 10 Jahre in Zuchthaus und KZ. Der kleine Ilja spürt den Wunsch der Eltern, es endlich hinter sich zu lassen. Die haben 2 Dinge gemacht. Die haben erzählt, was sie erlebt haben. Natürlich haben sie dann bestimmte Dinge ausgelassen, wenn es zu grausam war. Vor allem mein Vater im KZ. Meine Mutter war ja unter falschem Namen, unter den Deutschen, sage ich immer. Unter falschem Namen, mit einer falschen Identität. Und die zweite Sache war, sprich darüber nicht. In der Schule und draußen. Das war ein Teil der Erziehung. Innerhalb der Familie wurde das besprochen. Außerhalb der Familie habe ich darüber nicht gesprochen. Schuld war nur der Boss
Draußen klingt den Berlinern an diesen ersten milden Tagen des Jahres Manuelas Bossa Nova-Hit in den Ohren. Drinnen versuchen Ilias Eltern, ihre kleine Pension in der Lietzenburger Straße zu betreiben. Ein mühsames Geschäft. Seit dem Bau der Mauer kommen weniger Gäste. Der talentierte Ilja ist der ganze Stolz der Mutter. Er soll die Karriere machen, die ihr verwehrt war. Als sogar die Zeitungen über seine ersten Rollen berichten, sammelt sie jeden Artikel und klebt ihn ein. Die Richters wollen nach vorne gucken, wie der Rest der Deutschen. Die Vergangenheit hinter sich lassen. Nur montags, wenn im DDR-Fernsehen die alten Uferspielfilme laufen, schwelgt man in früheren Zeiten. Da guckten die genauso die Uferfilme aus Goebbels Kiste und haben nicht in dem Moment an Goebbels gedacht. Oder an, höchstens wenn mal ein Schauspieler auftrat, der sich besonders mies benommen hatte, dann sagte meine Mutter, der war vielleicht ein Nazi. Och, war das ein schlimmer Hund. Die lange verdrängte Vergangenheit erschüttert in diesen Wochen immer wieder das Selbstverständnis der Deutschen. Am Kurfürstendamm kommt ein Theaterstück zur Uraufführung, das einen der größten Bühnenskandale der Nachkriegsgeschichte auslösen wird. Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth behandelt die Verstrickung der Kirche in den Holocaust. Schweigen als Schuld. Ein christliches Trauerspiel. Doch es gibt einen, der nicht mehr schweigen kann und anklagt mit fester Stimme. Dort werden täglich, Exzellenz, 10.000 Juden, mehr als 10.000 Juden ermordet. Exzellenz, an jedem Tag 10.000. Theater als Schocktherapie. Klare Sprache, direkte Ansprache. So explizit ist nie zuvor auf einer deutschen Bühne über den Judenmord gesprochen worden. 25 Minuten dauert die Vergasung, jetzt soll das schneller gehen, deswegen hat man mich zugezogen. Ich bin Ingenieur und Mediziner. Ich tue es nicht. Wie bei Salzsäulen stehen die nackten Leichen da, im Tode noch erkennt man die Familien. Sie haben sich umarmt, verkrampft. Mit Haken reißt man sie auseinander. Herr Hochhuth, das Stück hat großen Erfolg ausgelöst. Es hat aber auch große Diskussionen und zum Teil Ärgernis ausgelöst. Wollten Sie mit dem Stück vorgefasst Ärgernis auslösen oder kam das überraschend? Ich wollte keinesfalls ein Ärgernis auslösen. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion ruhiger und sachlicher verliefe. Und ich war eigentlich etwas schockiert über den Schock, den das Stück ausgelöst hat. Und noch etwas ganz anderes schockiert die Berliner West. Die Schrippe wird schon wieder teurer. Satte 9 Pfennig soll man nun berappen. Was die Berliner bewegt, bewegt auch die Abendschau. Ein Kamerateam der Abendschau war heute sozusagen zum Brötchenkauf unterwegs. Wir waren 5 Mann. In den verschiedensten Gegenden Berlins kauften wir jeder ein Brötchen, um neben einer möglichen Preisdifferenz eventuell auch Qualitätsunterschiede festzustellen. Natürlich, Schrippe ist nicht gleich Schrippe. Die eine wiegt schwer, die andere gibt sich luftig, ist größer, heller, dunkler. Das Brötchengewerbe West, ein Dickicht ohne Regeln. Es gibt keine Vorschriften, die etwas über den Berliner Brötchenpreis, über das Gewicht des Berliner Brötchens und über die Qualität des Berliner Brötchens besagen. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass der Berliner ein hochwertiges Brötchen wünscht. In Ostberlin kostet die Schrippe 5 Pfennig. Der Preis ist kein Thema. April, Schönhauser Allee. Das Kinoereignis Ost 1963. Gestern Abend im Berliner Filmtheater Kolosseum. Welturaufführung des DEFA-Films Nackt unter Wölfen. Die Verfilmung des Romans von Bruno Apitz über das Konzentrationslager Buchenwald kurz vor Kriegsende. Im Westen nahezu unbekannt, in der DDR eines der meistgelesenen Bücher. Die Premiere eine Staatsangelegenheit. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Hauptstadt nahmen an der festlichen Premiere teil, die von dem Sekretär des Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfe der DDR eröffnet wurde. Wenn es nun schreit. Kleine Kinder fürchten sich und dann schreien sie. An der Rettung eines ins KZ eingeschmuggelten Kindes erweist sich die Menschlichkeit der kommunistischen Häftlinge im Buchenwald. Berührend zart spielt Armin Müller-Stahl. Du darfst nicht schreien. Hörst du? Du darfst nicht schreien, sonst kommt das S. Das weiß Bescheid.
Die Rettung des Kindes wird zur Aufgabe, die verbindet. Was dem Film Wucht und Authentizität verleiht. Viele der Mitwirkenden waren selbst Verfolgte des Naziregimes. Bruno Apitz war 8 Jahre in Buchenwald. Schauspieler Gary Wolf musste wegen seiner jüdischen Herkunft nach England emigrieren. Erwin Geschonek war als Kommunist in den KZs Sachsenhausen, Dachau und Neuengamme. Seine Rolle als Lagerältesten wollte er erst nicht spielen. Kameraden, wir sind frei! 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 Mit dem fantastisch-pathetischen Schlussbild des Films, der triumphalen Selbstbefreiung der Häftlinge, widerspricht Regisseur Frank Beyer zwar den historischen Fakten, schafft aber eindringliche Bilder für den antifaschistischen Gründungsmythos der DDR. Ich habe die Überzeugung bis heute, dass der Antifaschismus ein Bedürfnis gewesen ist unserer Mächtigen. Und dass mit dem Antifaschismus etwas verbunden war, mit dem sie auch, sie hatten mit der Zeit zu tun gehabt, ja. Und sie haben sich ja da, ich meine, die kamen ja zum großen Teil aus Lagern, aus der Emigration, aus sonst was oder so. Das war ja so. Und ich habe dieses verordnet, ich habe das nicht als verordnet empfunden. Das nicht. Das nun ausnahmsweise mal nicht, weil ich fand, das ist einfach menschlich. Endlich ist Frühling. Im amerikanischen Soldatensender AFN spielen sie rockige, heiße Musik. Grenzenlos, come on. Und die Ostberliner zieht es raus ins Grüne. I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you every night. Während draußen die Boote klargemacht werden, naht für die 14-Jährigen ein großer Tag. Wie immer im April stehen die Jugendweihefeiern an. Eine freiwillige Pflicht, wie jeder weiß. Fast alle machen mit, die meisten gern, auch in Berlin-Pankow. Schülerinnen und Schüler der ersten allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule in Berlin-Pankow wurden in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen. Sie gelobten, unserem Arbeiter- und Bauernstaat ihre ganze Kraft zu geben. Norbert Jestram will Dreher im VEB Bergmann-Borsig lernen. Textilingenieur ist der Berufswunsch von Marion Maas. Fred Kunzmann wünscht sich, Pilot bei der deutschen Lufthansa zu werden. Ja, ich wollte ein Pilot werden, aber das so reicht aber meiner Leistung nicht. Und das hat sich eigentlich dann auch zerschlagen, sehr schnell. Fred Kunzmann war erst ein paar Monate zuvor mit seiner Familie aus einem Dorf an der Elbe nach Berlin gezogen. Nun findet sich der 14-Jährige, der vor kurzem noch heimlich Hechte in der Elbe gefangen hat, im Großstadtmoloch wieder. Für mich war das damals natürlich ein ganz schöner Schock. Dieses ganze Getöse, Großstadtgetöse, das war ich ja überhaupt nicht gewöhnt. Auch wie die Klassenkameraden sich so benommen haben. Das Schlimmste war einmal gewesen, da fiel eine Stunde aus. Da waren wir in der vierten Etage, das war in der Verlangstraße in der ersten Oberschule. Und dann flogen da Teile von der Bänke dann aus dem Fenster. Ich habe so einen Eindruck, da hing was in der Luft. Ja, das war so für mich aber nicht einordnenbar. Ja? Also das war so, diese Spannung, die war ständig da. Ja? Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Kunzmann lebt jetzt in Pankow und ist bald selbst einer dieser Berliner Rüpel. Das Revier der Freunde reicht vom S-Bahnhof Wollangstraße, unerreichbar hinter der Mauer, über das Städtchen, den Majakowski-Ring mit den Villen der SED-Funktionäre, bis zum Schloss Schönhausen, in dem der Staatsratsvorsitzende Ulbricht ein- und ausgeht. Für die Pankower Jungs ist der Westen weit weg und doch ganz nah. Wenn der Bundestag in West-Berlin tagte, dann wurde als Protest, flogen dann da sowjetische Düsenjäger im Tiefflug über die Stadt. Und dann manchmal durchbrachen sie auch die Schallmauer und das ballerte, knallte. Und dann manchmal sehr tief.
Aber für mich war das erstmal interessant, solche schnellen Flugzeuge zu sehen, wie die da rüber schossen. Ne? Oh, das ist ja was. Das kam auch noch dazu. Den Westberlinern führen solche Machtdemonstrationen ihre Insellage vor Augen. Vom Umland sind sie abgeschnitten. Nach Ostberlin gibt es nicht einmal Telefonverbindungen. Der Flughafen Tempelhof gilt ihnen seit der Luftbrücke als Lebensader, das Tor zur Freiheit. Nun wird er zum Drehort. Die endlose Nacht, gedreht in endlosen Nächten, in der leeren Abfertigungshalle, nachdem der letzte Flieger gestartet ist. Nebel über Tempelhof, niemand kann weg aus West-Berlin. Hannelore Elsner als gestrandetes Starlet, das seine Unsicherheit hinter der Fassade einer Diva verbirgt. Mit diesem schwebenden und zugleich forschen Gang durch die monumentale Halle des Zentralflughafens wird sie zum Star. Doch der Hauptdarsteller in Wildrempers Film ist die Halle selbst. Ihre Weite in Cinemaskop, gefilmt mit fliegender Kamera, kontrastiert mit dem klaustrophobischen Szenario einer gefangenen Gesellschaft. So schafft Tremper eine Metapher für das Leben in einer ummauerten Stadt. Das Tor zur Welt als Mausefalle. Waren Sie nicht bei Mixed und Genest in Hamburg? Bestimmt nicht. Sagen Sie mal, fliegen die heute wirklich nicht? Ist wirklich Nebel? Das haben Sie nicht gewusst. Die machen Schluss hier heute. Fahrzeiten der Züge. Wir haben ich muss heute unbedingt noch nach Düsseldorf. Meine Frau hat eine schwere Entbindung und hat Thrombose. Ich mache Sie verantwortlich. Gratuliere! Ich bin sehr stolz. Ich war festgebucht für München. Was wird denn jetzt, wenn Sie nicht fliegen? Wäre ich doch bei der Air France geblieben. Die fliegt wenigstens immer. Bei der Suppe fliegen nicht mal die Russen, Fräulein. Auch sie sitzt fest in West-Berlin. Salomea Genin, eine Kommunistin, will in die DDR, doch die DDR lässt sie nicht rein. Salomea Genin kam vor 9 Jahren nach Berlin, eine Rückkehr in ihre Geburtsstadt. Von hier war sie mit ihren Eltern vor der Judenverfolgung geflüchtet. Sie wuchs in Australien auf, wurde zur Kommunistin. Jetzt will sie beim Aufbau des besseren Deutschland mithelfen. Um zu zeigen, wie ernst sie es meint, wirft sie sich sogar der Stasi an den Hals als Informantin im Westen. Für die DDR würde sie alles tun. Anfang 1963 arbeitete ich in West-Berlin bei Aktion Sühnezeichen als Stenopistin und Büromädchen. Ich wollte unbedingt in die DDR. Ich traf mich ja schon 1,5 Jahre lang mit einem Stasi-Offizier. Sie wollten, dass ich Kontakt habe zu den Besatzungsmächten. Und ich ging auch immer wieder zu verschiedenen Clubs, wo ich wusste, dass die Soldaten sich da aufhielten. Salomea Genin ist keine allzu erfolgreiche Kundschafterin. Die Alliierten kennen längst ihre politische Einstellung und halten sie für nicht vertrauenswürdig. West-Berlin macht sie einsam. Das Doppelleben, die heimlichen Treffen in Ost-Berlin zermürben sie. Doch weil sie der Stasi im Westen nützlicher erscheint, bleibt die Tür in die DDR zu. Im April 1963 erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. Und da wusste ich so, jetzt muss ich aufhören, es geht nicht. Ich bin dann rübergegangen nach dem Osten, habe meinen Führungsoffizier angerufen, mich mit ihm getroffen, ihm gesagt, so, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und wenn ihr nicht bereit seid, mich in die DDR zu bringen, was ich ja die ganze Zeit schon wollte, dann werde ich weggehen und die DDR vergessen. Oh ja, und daraufhin haben sie gesagt, okay, dann bringen wir dich rüber. Am Abend des 16. Mai darf sie West-Berlin endlich verlassen. Ihren Kolleginnen sagt sie, sie würde in Hamburg heiraten. Dann nimmt sie die S-Bahn zur Friedrichstraße und fährt ins gelobte Land. Ich wusste, ich komme endlich nach Hause. Ich habe doch mein Leben, ich fühlte mich doch in Australien nicht zu Hause. Ich habe mein Leben lang gesehnt nach Heimat. Ich war ja überzeugt, ich bin hier beim neuen Menschen. Abends kommen die Sterne und die Lichter im Hafen. Abends kommen die Träume, die Träume.
Ankunft im Sozialismus. Mit 31 Jahren fängt Salome Agenin ein neues Leben an. Ein paar Straßen weiter bereitet sich der Fotograf Peter Leske auf eine Reise vor, in die Welthauptstadt des Kommunismus. Die Für dich schickt ihn zusammen mit einem Kollegen zum Internationalen Weltkongress der Frauen nach Moskau. Die beiden Männer sind die offizielle Delegation der DDR-Frauenzeitschrift. Ein Traum wird wahr. Ich war zum ersten Mal in Moskau. Das war ein irres Erlebnis. Also für wenige Kopeken konnte man eine große Keule essen und was dazu trinken. Ein Rubel, noch was, eine Flasche Champagner und so weiter. Und in dem neuen Kremlpalast, wo das alles stattfand, ja, da gab es nun noch Toiletten. Ja. Und die Männerklos, eine 120 Pinkelbecken. Ja. Das ist wie in einer U-Bahn, ja, wo man von ersten Eingang zum letzten gucken kann. Es war grandios. War nicht der wichtigste Eindruck. Die Sowjetmacht hat sich noch etwas weit Spektakuläreres einfallen lassen, um pünktlich zum Frauenkongress die Welt zu beeindrucken. Gerüchte um einen weiblichen Weltraumflug machen die Runde. Wir haben uns da in den Kirchen im Kreml die Schätze angesehen und wir waren nun als Ausländer schon durch unsere Sprache auffällig. Da hatte uns ein Russe dann auf die Schulter getippt und gesagt, irgendwie Mädchen. Das kannte er noch, das Wort. Und da wussten wir, als er den Finger hochhob, was passiert ist. Und wir sind natürlich dann gleich auf den Roten Platz rausgelaufen. Und dann kamen die da mit den Valja-Fotos schon über den Platz gerannt. Valja, das ist Valentina Tereshkova, die an diesem 16. Juni um 12:30 Moskauer Zeit in Baikonur abhebt. Die erste Frau im All. 3 Tage kreist die 26-jährige ehemalige Textilarbeiterin um die Erde. Eine Kosmonautin, Symbol der Gleichberechtigung und ein klarer Punktsieg im Wettlauf der Systeme. Und dann, kaum dass die Himmelsstürmerin wieder gelandet ist, kommt er. 26. Juni, kurz nach 9:30, der Himmel über Berlin. Es schwebt ein. Der Führer der freien Welt, der amerikanische Präsident John F. Kennedy, ist seit 3 Tagen auf Deutschlandbesuch. Berlin wird seine letzte Station. Die Berliner stehen sich schon Stunden vorher die Beine in den Bauch. Sie empfangen Kennedy sehnsüchtig, wie einen Erlöser. Dass neben ihnen noch Kanzler Adenauer und der regierende Bürgermeister Willy Brandt stehen, interessiert nicht die Bohne. Zumindest nicht die Studentin Gisela Thiemann. Kennedy war ja für uns jüngere Generationen, da ich will nicht sagen, eine Lichtgestalt, ist vielleicht übertrieben, aber ein ganz spannender Mann, zumal sehr gut aussehend, weil bei uns hatten wir ja noch Kanzler Adenauer, der doch einige Semester älter war als Kennedy. Aber in Berlin gab es immerhin schon Willy Brandt. Neben Brandt, 50, und Kennedy, 46 Jahre alt, wirkt der greise Bundeskanzler mit 87 wie aus einer anderen Zeit. Die Bilder von der offenen Limousine werden zum Symbol des fälligen Zeitenwechsels. Am Kudamm vermieten Fensterputzer ihre Leiterplätze sprossenweise an Schaulustige. Von hier geht die Fahrt weiter zum Brandenburger Tor. Zum ersten Mal sieht Kennedy die Mauer. Hinüberschauen kann er nicht. Über Nacht hat die DDR das Tor mit Tüchern verhängt. Auch um zu vermeiden, dass sich auf der Ostseite Schaulustige sammeln. Dort verfolgt man den Besuch trotzdem, im Fernsehen. 8 Stunden ist Mr. President in der Stadt. 8 Stunden berichtet der Sender Freies Berlin. Das war einfach ein Politiker, wo ich dachte, boah, ach, warum haben wir immer diese alten Männer? Warum nicht mal so einen? Und der ein Privatleben hat, und Kinder hat. Und man sah die Kinder in dem Oval Office, krabbelten ein kleiner Junge und das Mädchen rum. Kann ich mich genau daran erinnern. Jede Minute des Besuchs ist durchgeplant. Gegen Mittag erreicht der Tross das Schöneberger Rathaus. 500.000 Menschen warten hier auf den Präsidenten. Nach dem Besuch an der Mauer hat Kennedy seine Rede noch verschärft. Sie wird zur Anklage der kommunistischen Machthaber.
Ihre Mauer, sagt er jetzt, schlage der Menschlichkeit ins Gesicht und beweise das Versagen der kommunistischen Idee. Unter denen, die ihm zuhören, ist auch der Zeitungsjournalist Jürgen Engert. Er hatte ein Gespür für die Stimmung. Das ist wie bei, was weiß ich, bei den Beatles, nicht? Die Leute tragen an den, der da oben steht, etwas heran. Hier in diesem Falle nicht zu ihrer Unterhaltung, sondern existenziell sagen. Wir vertrauen dir, kannst du etwas tun. All free men, wherever they may live. Keine 10 Minuten Redezeit und ein Satz für die Ewigkeit. As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Das war eine Formulierung, sie hätten sie besser gar nicht finden können. Zigtausende von Menschen und plötzlich sagt er, auch ich bin ein Berliner. Was wollen Sie mehr? Es bedeutete Existenzgarantie. Der wird uns nicht in den Stich lassen. Nach dem Satz, ich bin ein Berliner, habe ich mich ganz schnell umgedreht und versucht, aus der Menge rauszuwühlen, weil ich einfach, die Leute haben so gebrüllt, dass es mir Angst gemacht hat. Gisela Thiemann ist 19 und neu in Berlin. Sie studiert Politikwissenschaften an der Freien Universität. Nach der Rede am Schöneberger Rathaus ist sie etwas enttäuscht. Zu sehr nach kalter Kriegsrhetorik klang ihr der Präsident. Trotzdem fährt sie zur FU, wo Kennedy ebenfalls sprechen soll. Es wird eine andere Rede, andere neue Töne. Mr. Mayor, Chancellor, distinguished ministers, members of the faculty and fellows of this university. Fellow students, I am honored. An der Freien Universität hat er sich an die vermeintlichen späteren Führungspersönlichkeiten in der Bundesrepublik gewandt. Und die Rhetorik war also viel mehr in Richtung, man muss zusammenarbeiten, man muss versuchen, miteinander klarzukommen. For the winds of change are blowing across the curtain. As well as the rest of the world. Die Winds of Change wehen über den Campus. Kennedy spricht von einer Zusammenarbeit der Großmächte zur Rettung der Menschen, von einer Strategie für den Frieden. Signale, die zumindest von den Jüngeren begierig aufgenommen werden. Man horcht da auf. Strategie für den Frieden. Was ist das? Was steckt dahinter? Was hat das für Folgen? Das war die erste Reaktion. Ich denke, für Willy Brandt und Egon Bahr war dieses Wind of Change das letzte Signal, dass sie anfangen könnten, eine neue Ostpolitik zu machen. Das habe ich damals natürlich alles überhaupt noch nicht so zusammengezogen und begriffen. Aber wenn man denkt, was sich alles hinterher entwickelt hat, dann hatte das schon wirklich eine große Bedeutung. An diesem Juniabend verlässt Kennedy ein verzücktes Land. Bye-bye, Berlin. Er werde seinen Nachfolgern eine Nachricht hinterlassen, witzelt er, für den Fall, dass sie einmal niedergeschlagen seien. Go to Germany. Die Jubelbilder seines Deutschlandbesuchs haben auch 2000 Kilometer weiter östlich in Moskau Eindruck gemacht. Dort lädt sich Staatschef Chruschtschow spontan nach Ost-Berlin ein. Er will sich auch feiern lassen. Schon 2 Tage nach Kennedy ist er da. Höhepunkt tagelanger freudiger Erwartung aller Bürger unserer Republik. Heute Mittag in Berlin-Schönefeld. Berlin im Juni 63, das Reiseziel für Weltpolitiker. Als Grund für den Besuch wird der 70. Geburtstag von Walter Ulbricht angegeben. Ein Wettlauf um die Gunst der Deutschen. Auf der anderen Seite der Mauer, im Westen, macht sich auch Gisela Thiemann mit ein paar Freunden auf den Weg zur Grenze. Wir hatten nun Kennedy im Westen erlebt und jetzt ganz selbstverständlich wollten wir sehen, wie geht das mit Chruschtschow in Ost-Berlin.
Gisela Thiemann hat noch ihren bundesdeutschen Pass, mit dem sie, anders als die Westberliner, in die DDR einreisen darf. Doch an der Grenze gibt es Probleme. Unterm Autositz findet man ein Flugblatt, auf dem von Fluchthilfe die Rede ist. Thiemann und ihre Freunde hatten es übersehen. Der Ausflug ist geplatzt. Also ich wurde nun abgeführt. Kam in so ein kleines Holzhäuschen. Und dann wurde ich also gut. Erst fing er an, mich zu verhören über den Zettel. Und da ich nun wirklich dazu nichts sagen konnte, kam dann die übliche Leibesvisitation. Das war dann natürlich eine Lady. Aber ich hatte das Gefühl, also an jeder Ecke in dieser Bretterverschlag waren die Astlöcher an den richtigen Stellen. Also ich war schon, erstmal hatte ich wirklich Angst. Und dann war ich auch richtig sauer, weil ich dachte, was soll das eigentlich hier? Selbst wenn ich so einen Zettel, selbst wenn ich ihn geschrieben hätte, na und? Stunde um Stunde bleibt sie in Gewahrsam der Grenze. Ein Psychospiel. Ich wurde von Satz zu Satz nervöser, hatte von Satz zu Satz mehr Angst. Also zum Schluss fragte mich denn dieser Fopo, ja, Kennedy sei ja nun vor 2 Tagen in West-Berlin gewesen. Und was Kennedy denn meinte, wenn er von Freiheit spricht? Und da habe ich gesagt, das kann ich Ihnen ganz simpel erklären. Wenn ich bei uns zu Hause sage, Adenauer ist ein Vollidiot, dann finden das die Leute unmöglich, absolut unerzogen, Majestätsbeleidigung. Aber mir passiert nichts. Aber wenn ich bei euch sage, Ulbricht ist ein Vollidiot, dann lande ich im Knast. Worauf der Fopo mich anguckt und sagt, wieso im Knast? In der Psychiatrie. Als man sie schließlich zurück in den Westen entlässt, ist es Abend. Chruschtschow sieht sie nur im Fernsehen, der DDR. Triumphale Fahrt durch die Karl-Marx-Allee zum traditionsreichen Roten Rathaus. Eine vieltausendköpfige Menschenmenge umjubelte auch hier die beiden Staatsmänner. Über 500.000 Berliner säumten die Straßenränder, um Nikita Sergejewitsch Chruschtschow willkommen zu heißen. Das wurde von der Schule aus organisiert, fiel die Stunde aus und dann ging es geschlossen da zum Winken. Da fuhren die vorbei, wurde gejubelt und gewunken. Ne? Die winken ja zurück, also das war schon herzlich. Also sagen wir mal, war voller Lebensfreude die Straße. Ja. Dass das nun so teilweise auch organisiert war, das fiel mir gar nicht auf damals. Die Chruschtschow-Show ähnelt bis ins Detail dem Kennedy-Besuch. Offener Wagen, erster Halt, Rathaus, hier ist es das Rote, wo der Führer des Kosmonautenvolkes seine große Rede hält. Allerdings ohne ein deutsches Wort. Как Германия, творцы русского чуда, горячо по-братски приветствует творцов настоящего социалистического немецкого чуда. Die Schöpfer des russischen Wunders begrüßen herzlich aufs Brüderliche die Schöpfer des wahren sozialistischen deutschen Wunders. Chruschtschow bleibt länger als Kennedy. 3 Tage ist er in Berlin. So ist auch Zeit für einen Besuch in der Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Hier, vor Arbeitern, gibt sich der gelernte Schlosser hemdsärmlich und bissig. Ich liebe die Mauer, sie hält die Wölfe ab, sagt er. Dabei will Chruschtschow wie Kennedy eigentlich Entspannung und Koexistenz. Doch hier gibt er dem Affen Zucker. Господин Кеннеди приезжал в Берлин. Herr Kennedy weilte hier in West-Berlin. Это для поддержки штанов социал-демократов. Um den Sozialdemokraten die Hosen zu halten. Nach diesem Auftritt steht für den Chefkommentator des DDR-Fernsehens der Sieg im Berlin-Duell der Weltenführer fest. Und nun sagen Sie selbst, meine Damen und Herren, wer wollte damit ernsthaft die verunglückten Auftritte des Herrn Kennedy vergleichen? Im Westen vergleicht niemand. Der Sommer ist da und die West-Berliner haben anderes im Kopf. Wohin soll's in den Urlaub gehen? Ferien, ein Wort mit verheißungsvollem Klang. Gerade in diesen Tagen konzentrieren sich die Berliner auf ihre Urlaubswünsche. Reiseexperten behaupten, dass 2/3 der Bevölkerung die Stadt verlassen werden. Wovon träumt nun der reisefreudige Mensch auf der Straße? Ja, ich werde es ja wahrscheinlich nach Sardinien fahren. Nach Jugoslawien fahre ich im Herbst. Ich bin Studentin
und fahre mit diesem Studentenflug rüber nach Athen, erst nach München und dann nach Athen und bleib da 4 Wochen. Summertime. Im Osten kann man von solchen Zielen nur träumen. Dafür bringt einen hier Manfred Krug durch einen Sommer, der Rekorde bricht. Schon seit 2 Monaten Hitze. Die Freibäder sind überfüllt. Die Getränkeumsätze haben sich fast verdoppelt. Ist das eine Affenhitze? Das Thermometer kletterte in der Sonne auf fast 45 Grad und selbst im Schatten wurden noch über 35 Grad gemessen. Die relative Luftfeuchtigkeit lag bei etwa 40%. Apropos Feuchtigkeit. Das war es, wonach die Berliner heute lechzten. Während der Kurfürstendamm so gut wie ausgestorben lag und es auch nicht an Parkplätzen mangelte, zog es Zehntausende von Berlinern zu Havel und Wannsee. Es bleibt auch in den nächsten Tagen weiterhin recht warm. Na, sind das Aussichten? Da kann selbst unser Reporter nur noch baden gehen. In Ost-Berlin, auf der schwimmenden Leinwand der Sommerfilmtage an der Grünauer Regattastrecke, präsentiert die DEFA im Juli ein neues Genre. Mit Four Eyes Only kommt der erste Kundschafterfilm der DDR ins Kino. Mit diesem neuen DEFA-Streifen, der erst am Vortag uraufgeführt wurde, erlebten die Freunde der Leinwand einen gelungenen Auftakt der diesjährigen Sommerfilmtage. Der hervorragende Film, der von der Tätigkeit der Sicherheitsorgane unserer Republik handelt, wird gewiss auch in den Bezirken der DDR begeisterte Zuschauer finden. Four Eyes Only. Den habe ich mir etwa 4-mal angeguckt. Das hat mir richtig gut gefallen. Salomea Genin lebt nun seit 2 Monaten in der DDR. Der Film über einen Ostagenten im Westen spricht sie an. Endlich einmal sind in einem Spionagefilm die Kommunisten die Guten. Ein Kundschafter des Friedens in geheimer Mission. Dem amerikanischen Geheimdienst hat er die Überfallpläne der NATO auf die DDR entwendet. Nun muss er sie nur noch in die sozialistische Heimat bringen. Das Finale an der deutsch-deutschen Grenze inszeniert nach allen Regeln des Spionagefilms. Ein Thriller mit quietschenden Reifen und dramatischen Showdown. Der Kundschafter des Friedens mutiert zum Roten Bond. James Bond natürlich. Das kommt im Osten gut an, genauso wie der Spion im Dienst ihrer Majestät im Westen Erfolg feiert. Four Eyes Only hat allein in den ersten 3 Monaten 1 Million Zuschauer. So actionreich und dramatisch ist Salomea Genins Leben nicht. Ihr Platz ist jetzt in der Produktion, Elektroapparate, Werk Treptow. Meist arbeitet sie im Büro, aber wenn Bedarf ist, hilft sie auch im Schichtbetrieb aus. Sie merkt, dass der neue Mensch im Sozialismus sich nicht sehr von dem alten im Kapitalismus unterscheidet. Den meisten Kolleginnen ist die Frau, die da freiwillig in die DDR gekommen ist, ohnehin suspekt. Sie selbst ist weiterhin überzeugt, das Richtige getan zu haben. Doch die DDR sieht von innen anders aus als von außen. In West-Berlin hatte ich immer nur DDR-Fernsehen gesehen. Und fand gut, was ich sah. Aber in der DDR lebend und jetzt DDR-Fernsehen gucken, merkte ich, das ist ja langweilig.
Walter Ulbricht ergriff nach der Eröffnung das Wort zu einem mehrstündigen Referat über das Programm des Sozialismus und die geschichtliche Aufgabe der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, euch, den Delegierten, liegen zur Beratung der Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees, das Programm der SED, das Statut der SED und der Grundriss der Geschichte der Arbeiterbewegung vor. Da habe ich an die Nachrichtenabteilung des Fernsehens einen Brief geschrieben, dass es nicht gut ist, wenn man die wichtigen Reden von Genossen in voller Länge vorlesen ließ, sondern man müsste es doch machen, wie der Westen es auch tut, verkürzen und die Essenz davon dem Zuschauer mitteilen. Ich kriegte keine Antwort. Wochen, Monate später, sie arbeitet mittlerweile als Übersetzerin beim Auslandsrundfunk der DDR, sitzt beim Betriebsfriseur der Chef der Nachrichtenabteilung des Fernsehens neben ihr. Salomea Genin spricht ihn an, beschwert sich, dass sie auf ihre Eingabe keine Antwort erhalten habe und bekommt einen Gesprächstermin. Der erklärt mir etwas, was ich in Australien als eine Verleumdung des Sozialismus abgetan hatte. Nämlich, dass die Redakteure beim Fernsehen die Nachrichten nicht selber entscheiden, damit das da Zustimmung kommt. Ich war völlig verwirrt. Ich weiß noch, wie ich vom Fernsehen in Adlershof zur S-Bahn lief. Und was ist denn das? Also ich war einfach verwirrt. Ihr Weltbild bekommt erste Risse. Doch Salomea Genin bleibt in der DDR bis zum Schluss. Am anderen Ende des Landes, tief im Westen, macht sich derweil ein junger Mann mit seiner Frau auf nach Berlin. Uwe Klimaszewski, Fußballer aus Leverkusen, will zum Start der neu begründeten Bundesliga in die Mauerstadt zu Hertha BSC wechseln. Ein Aufbruch für den Fußball und für ihn. Ich glaube, das war auch mein erster Fluch. Und ich komme in Düsseldorf am Flughafen an und da stand der Otto Rehagel schon. Und da sage ich, wo willst du denn hin? Da sagt er, ich will zu Hertha BSC. Da sage ich, ja, ich auch. Da flog man mit dieser Pan Am, dieses Flugzeug. Wenn die gestartet haben, dann kam da erstmal jedes Mal der schwarze Rauch raus. Ich war noch nicht geflogen, meine Frau war nicht geflogen. Der Reha gesagt, oh, das ist nicht so schlimm und so weiter und so fort. So. Und die Maschinen landeten ja alle im Tempelhof. Ja? Da fliegt man ja so ganz kurz über der Dächer. Für Uwe Klimaszewski beginnt das Abenteuer Berlin. Und für den Fußball ein neues Zeitalter. Bundesliga, das heißt erstmals eine bundesweite Spielklasse. Die Spieler sind ab jetzt Profis, Training zweimal am Tag. Das ist selbst für einen hartgesottenen Verteidiger wie Hertha-Neuzugang Otto Rehagel gewöhnungsbedürftig. Immerhin gibt es gutes Geld dafür, wenn auch keine so fantastischen Summen wie heute. Das Gehalt der neuen Fußballprofis ist gedeckelt. Uwe Klimaszewski bekommt 1750 D-Mark plus Prämien. Für die damalige Zeit war es viel Geld. Also mein Vater war Hafenarbeiter, der hat am Hafen gearbeitet, der hat 400 Mark verdient. Keiner wusste ja, wie geht das mit der Bundesliga aus, ja. So, das wusste ja keiner. Nicht? Wie kommen die Zuschauer, kommen die nicht? Sie kommen. 24. August, der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hertha empfängt Nürnberg. Und nun das Thema des Tages. Alles dreht sich um den Fußball. Sehen Sie selbst, welche Macht König Fußball ausübt. Er rief und alle kamen. Das erste Bundesligaspiel lockte annähernd 70.000 Zuschauer ins Olympiastadion. Nicht nur um dieses Bundesligaspiel zu sehen, sondern sie kamen auch zum Daumendrücken. Denn Hertha BSC repräsentiert schließlich Berlin und wer wünscht sich nicht, dass die Spree-Athener im Konzert der Bundesliga kräftig mitspielen können. Das erste Spiel im Olympiastadion gegen Nürnberg
Das war ein affenheißer Tag. Und früher war die Regel, ja, kein Wasser trinken. Nicht den Kreislauf zusätzlich belasten. Da durften wir kein Wasser trinken. Wir hatten alle Durst wie verrückt. In der Halbzeit kam ich in die Kabine rein. Dann bin ich unter der Dusche gegangen und habe mal ein bisschen Wasser über den Kopf laufen lassen. So, also, und habe dann ein bisschen den Mund so ein bisschen gedreht, dass ein bisschen da reinläuft. Kommt gleich der Co-Trainer da an und sagt, haben doch gesagt, kein Wasser trinken. Und so. Hertha startet mit einem 1:1. Am Ende werden die Berliner 45 Tore schießen und 65 kassieren. Fast der Abstieg. Ins Stadion geht man damals noch mit Hut, Anzug und Krawatte. Fanshops gibt es nicht. Fahnen näht man sich aus Bettlaken. Fußballspielen in der Mauerstadt. Das heißt für Uwe Klimaszewski aber auch monatelang wohnen im Hotel, weil es keine adäquaten Wohnungen gibt. Und es bedeutet, dass aus dem Flugdebütanten Klimaszewski ein Vielflieger wird. Alle 14 Tage mussten wir ja fliegen, wenn man auswärts musste. Wir hatten einen Spieler, der hatte immer so eine Angst. Der flog nicht mit, der fuhr dann mit seinem Privatwagen, ließ er sich hinfahren, wo wir gespielt haben. Ja, es war schon eine Umstellung für uns. Das hatten wir ja nicht in der Oberliga West, wo ich da gespielt habe, bei Bayer Leverkusen. Ja, da konnten wir jeden Verein mit dem Bus anfahren, nicht? War ja klar. Bei Hertha sind selbst die Wege in der Stadt länger. Denn der Verein trainiert noch im alten Stadion an der Plumpe, Gesundbrunnen, Wedding, direkt an der Mauer. Hier zwischen Ost und West schlägt das Herz der alten Dame. Wenn sie nach den Spielen zusammensitzen, hören die Neuen wie Klimaszewski die alten Geschichten. Man hat uns erzählt, also die wir da aus dem Westen neu dazugekommen sind, dass die meisten Fans oder viele Fans von Hertha im Ostteil sind, ja, die natürlich nicht rüberkommen können, weil die Mauer ist. Und wenn früher Hertha an der Plumpe gespielt haben, dann haben die irgendwo auf der Ossi-Seite oben auf dem Dach gestanden. Und sie haben natürlich jetzt nichts sehen können, was auf dem Platz passiert. Aber wenn die Leute gejubelt haben und sind in die Luft gesprungen, dann haben sie gewusst, Hertha ist 1:0 in Führung gegangen. Dann haben sie da oben auf dem Dach auch mitgejubelt. Wer im Osten Spitzenfußball sehen will, muss in Berlin zu Vorwärts oder Dynamo gehen. In der DDR gibt es keine Profis, zumindest nicht offiziell. Hier gehören die Vereine den volkseigenen Betrieben, der Armee oder manchmal auch Ministerien. Dynamo ist der Club der inneren Sicherheitsorgane, das heißt Volkspolizei und Stadtsicherheit. Wer hier spielt, ist auf dem Papier zumeist Polizist. Zum Beispiel im Rang eines Unterleutnants, wie Werner Heine. Vor 5 Jahren kam er aus Leipzig nach Berlin, direkt von der Sporthochschule. Aber eine Polizeiuniform hat er nie getragen. Gearbeitet haben wir nicht. Ich habe nicht mal eine Ausbildung gemacht, so eine Grundausbildung. Brauchten wir alles nicht. Wir haben uns nur um den Fußball kümmern braucht. Werner Heine ist 28 Jahre alt. Als kickender Unterleutnant verdient er 612 Mark. Gerade wurde er zum Kapitän der DDR-Nationalmannschaft berufen. Aber er wohnt noch im Internat. Sportforum Hohenschönhausen. Hier trainieren Sportler in 25 Disziplinen. Dem Fußballer fällt insbesondere eine Staffelläuferin auf. Auch sie lebt im Internat und erobert sein Herz im Sprint. Wir hatten einen großen Speisesaal und dort traf man sich. Und es gab mal eine Banane zum Essen dazu. Und meine spätere Frau, die kommt vorbei und greift sich meine Banane und sagt, du isst das sowieso keine. Gudrun Züchner und Werner Heine werden im Dezember 1963 heiraten. Doch zuvor im Oktober steht noch ein Länderspiel an. DDR gegen Ungarn im Walter-Ulbricht-Stadion. Die gesamte Parteiprominenz inklusive des Stadionnamensgebers ist erschienen. Und, höchste Ehre auf Erden, das kosmische Traumpaar Valentina Tereshkova und Juri Gagarin. Die Allstars sind seit 2 Tagen zu Gast in der DDR. Nationalkapitän Werner Heine darf diesmal nicht nur den Wimpel überreichen, sondern auch die erste Frau im All aufs Spielfeld geleiten. Denn sie soll heute mit einem Ehrenanstoß das Spiel eröffnen.
Hinter den Kosmonauten liegt ein straffes Programm. Sie mussten ein Denkmal enthüllen, ein Tigerbaby taufen, winken ohne Ende. Heute Fußball. Karoy Schandor lässt sich nicht nehmen, Valentina. Und Werner Heine, unser Kapitän, sie beide in die Mitte zu nehmen und sie zum Ehrenanstoßpunkt zu geleiten. Werner Heine sagte mir vor 3 Tagen, als ich ihn besucht, ich bin heute schon aufgeregt, aber ich werde sie einmal ganz fest an mich ziehen. Und das hat er eben getan und man kann es verstehen. Ich meine, die erste Frau aus dem Weltraum, sie war auch eine attraktive Dame, wenn man das so will, sagen will, dass man da mit dabei sein konnte. Erfreute einen schon, sage ich rundheraus. Ist ja auch nicht so einfach, ne? So da oben rum zu turnen und wieder runterzukommen, heil und dann mit dem Juri durch die Gegend zu ziehen. Doch mit dem Ehrenanstoß hat die Weltraumfrau zunächst Probleme. Ja, nun wollen die Leute das alles sehen und da sind so viele Fotografen, die Sicht versperren. Unter den Fotografen ist natürlich auch Peter Leske von der Für dich. Da war sie etwas hilflos, weil diese Meute hat sie einfach irritiert. Das waren alles Knipser ringsrum. Sie war der Situation nicht gewachsen, vor allen Dingen glaube ich auch, weil man ihr das nicht so klar übersetzt hat, was sie eigentlich machen soll. Ja? Deshalb dieser nachfragende, völlig konsternierte Blick. Naja, und ich stand auf der rechten Seite und habe dann die Meute der Fotografen im Hintergrund. Und die war so hübsch, die ganzen Kerle hatten sich verknallt, glaube ich, in die Tereshkova, ja. Also auf den Bildern sieht man es ja, dass das eine hübsche Frau gewesen ist. Im 4. Anlauf klappt es mit dem Ehrenanstoß. Das EM-Qualifikationsspiel kann beginnen. Doch Valja bringt kein Glück. Die DDR verliert vor Ulbrichts Augen 1:2. Die Weltraumfahrer setzen ihre Tournee durchs Land gleich nach Spielende fort. Es ist ein Triumphzug, wie ihn die DDR noch nicht erlebt hat. Immer mit dabei die Frauenzeitschrift und ihr Fotograf Peter Leske. Er erlebt in diesem Herbst 1963 echte Begeisterung für Valja und Juri. Das ist schon verrückt, was damals so los war in der Bevölkerung. Ja, das war wie ein Idol, ja, wo man wirklich auch sagte, ja, also das ist auch echt, das ist nicht gespielt. Eine Riesentorte auf Rädern hatte gestern beim Kosmonautenball in der Berliner Dynamo-Sporthalle die Geschenkpolonaise für Valja und Juri eröffnet. Die Berliner Konditoren haben ihr Herz mit eingebacken. Keine 2 Wochen später wird die Sternenfrau in Moskau heiraten. Einen Kosmonauten natürlich. Dieses Shetland-Pony ließen die Städte Stolberg und Grimmen überreichen. Valja und Juri wollen es als Spielgefährten für die Kinder der Kosmonautenstadt mit in die Heimat nehmen. Der erste Sekretär des Zentralrats der FDJ, Horst Schumann, eröffnet mit Valja den Tanz. Walter Ulbricht und seine Gattin sind mit der Jugend jung geblieben. Nur ein paar Kilometer westwärts nimmt davon kaum einer Notiz. Hier am Kudamm leuchten andere Sterne. Junggebliebene suchen Ablenkung. An der Spree wird nach wie vor gelacht. An der Spree wird von oben und unten versucht, dem kulturellen Gesicht der Stadt ein möglichst lebendiges Gepräge zu geben. Ein kleiner Wirbel als ein Altmeister des Kinos, ein Hexenmeister der Spannung, unlängst zu Gast kam. Alfred Hitchcock in Berlin. Mr. Hitchcock, was hat Sie eigentlich zu uns nach Berlin geführt? Ich bin hier für meinen letzten Film. Das heißt Die Vögel. Und wir machen hier eine neue Idee für Ton. Dieser Film hat keine Musik drin. Und da ist eine Maschine hier. Wir machen den Ton durch Elektronik. Ja. Und wir haben in dem Film viele Szenen mit die Vögel. Und diese elektronische Musik, dieser elektronische Mischpult, den gibt es nur hier in Berlin. Das konnten Sie in Amerika, wo Sie sonst Filme machen, nicht herstellen. Das ist nicht möglich in Amerika. Das ist die einzige Maschine in der Welt.
Mit Hilfe der akustischen Maschine wird der Horror bei Hitchcock zur ganzheitlichen Erfahrung. Das schrille Kreischen der Vögel, mal elektronisch verfremdet, mal künstlich nachgebildet, frisst sich als Tonspur ins Unterbewusstsein der Zuschauer und macht aus harmlosem Federvieh apokalyptische Bestien und aus Die Vogel einen Klassiker des Horrorfilms. Gibt es eigentlich etwas, vor dem Sie selbst, Mr. Hitchcock, der Meister der Angstverbreitung, Angst haben? Viel Angst. Und wovor? Ich weiß nicht. Ich habe da Angst vor der Polizei, zum Beispiel. Das ist, warum ich gehe nicht. Ich will nicht ein Auto fahren. Und wovor haben die Berliner Angst? Gut zwei Jahre nach dem Bau der Mauer schleicht sich Normalität ins Leben der Halbstadt West. Man gewöhnt sich an alles. Zerstreuung gibt es reichlich. Am Theater des Westens läuft und läuft My Fair Lady, mit dem in Deutschland der Musical-Boom begann. Jetzt muss ein Nachfolger her. Am besten irgendwas mit Wild West. Ein Cowboy als Frau, das wär's. Große Gala-Premiere gestern Abend im Theater des Westens. Besonders herzlich begrüßt wurde Ingrid Bergmann, die sich kaum durch das Gedränge der Autogrammjäger hindurcharbeiten konnte. Ihr Mann, Lars Schmidt, ist der europäische Lizenzträger für das Musical aus Amerika. Nach dem überwältigenden Erfolg von My Fair Lady brachte Direktor Wölfer jetzt das Musical Annie, Get Your Gun, zu Deutsch Annie, Schieß los, auf die Bühne. Ich schieß mit der Knarre, dem Fahrer die Zigarre. Wild, Wild West. Heidi Brühl gibt die schießwütige Annie ganz ohne Operettenschmelz als frech unbedarfte Berliner Göre. Und mittendrin Ilja Richter als junger Trapper mit Fellmütze. Zwei Tage vorher lag er noch mit Fieber im Bett, jetzt steht er im Rampenlicht. Nun war ich also einigermaßen fit für die Premiere, war aber in der Schule entschuldigt. Krank. Und die Frau des Direktors hat dann am übernächsten Tag gesagt, das muss ja eine furchtbare Erkältung gewesen sein. Die hast du aber doch, glaube ich, ganz gut wieder überwunden. Ich hab dich in der Abendschau mit einem Glas Sekt mit Ingrid Bergmann gesehen. Auf einem Musical basiert auch der größte Hit des Jahres. Wenn sich Freddie Quinn zur Autogrammstunde ansagt, muss die Polizei die aufgeregten Fans im Zaum halten. Dabei ist sein Junge, komm bald wieder schon seit Monaten in den Hitlisten. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an Junge, komm bald wieder nach Hause. November, Melancholie. Am 22. trifft es die Welt. Ich war im Renaissance-Theater. Und plötzlich geht mitten in der Szene der Vorhang zu. Und ist eine Weile zu. Und dann erscheint ein Herr im wohlgesetzten Anzug. Sagt, meine Damen und Herren, wir unterbrechen an dieser Stelle, denn wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass Präsident Kennedy erschossen worden ist. Und da war wirklich Totenstille im Saal. Totenstille im Saal. Das war November und wir hatten ihn Ende Juni persönlich gesehen. Also, und das war natürlich auch symbolisch. Unsere Hoffnung ist, oder ein Teil unserer Zukunftshoffnung ist da erschossen worden. Die Nachricht vom Tode John F. Kennedys löste eine Welle der Erschütterung aus in dieser Stadt. Als sich die Lähmung des Erschreckens löste, als in den Theatern die Vorstellungen unterbrochen wurden, die Lokale sich leerten, die Menschen auf die nachtdunklen Straßen gingen, standen bereits Studenten mit Fackeln unter der Freiheitsglocke vor dem Rathaus, auf dessen Treppen sich die ersten rührenden Zeichen der Trauer sammelten.
In dieser Nacht, die die Hiobsbotschaft aus Texas brachte, fand Berlin keinen Schlaf. Emotional war es damals ein schwerer Einschnitt. So habe ich ihn empfunden. Schwerer Einschnitt in eine Situation, die immer wieder, das muss man immer wieder betonen, gekennzeichnet war durch diese Konfrontation zwischen Ost und West. Es war ja nicht so, dass man gesagt hat, wir schießen jetzt mit Knallbonbons, nicht? Sondern wenn es dazu gekommen wäre, wäre es ein atomarer Konflikt gewesen. Und hier war jemand, der versucht hat, eine Strategie dann zu entwickeln, die diese Gefahr ausschloss. Und der Verlust war dann doch enorm, auch im Empfinden der Leute. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. Amerika hat seinen Präsidenten verloren, aber gerade wir in Berlin trauern, weil wir unseren besten Freund verloren haben. Er war ein Berliner. Für sie ist einer der ihren gestorben. Am Rathaus Schöneberg, wo Kennedy Ende Juni noch gesprochen hat, tragen sich 130.000 Menschen in die Kondolenzlisten ein. Nicht weit von hier sitzt ein Junge zu Hause und ist wütend. Das war ja 2 Tage vor meinem Geburtstag. Und als Kind war es zum Beispiel für mich sehr schwer zu verarbeiten, dass jetzt, wo ich doch alle eingeladen hatte, Heidi Brühl, in die ich verliebt war, ich guckte ihr in die Nasenlöcher und war hin und weg, ne? Brigitte Mira und wie sie alle hießen, dass sie ja nun alle nicht zu meinem Geburtstag kamen, die sagten mir alle ab. Ich war so stolz, dass die alle zu mir zum Geburtstag kommen würden, weil ja Kennedy ermordet worden sei und nun sie nicht kommen würden. Auch in Ostberlin trauert man um einen Hoffnungsträger. Sogar die SED-Führung würdigt den eben noch als Wortführer des Imperialismus geschmähten Herrn Kennedy nun als Vorkämpfer der Entspannungspolitik. Der ruchlose Mord an John Fitzgerald Kennedy hat auch uns erschüttert. Unser Mitgefühl gilt vor allem der Gattin, den Kindern und den Angehörigen des ermordeten Präsidenten sowie allen Bürgern der USA, die für Frieden und Freundschaft der Völker und Staaten, für Entspannung und Verständigung, für Freiheit und Demokratie und Menschenrechte eintreten. In West-Berlin werden Ende 1963 weiter Schneisen für Straßen freigesprengt. Fortschrittsglauben auf 4 Rädern. Man träumt von der autogerechten Stadt. Nicht mal zum Geld holen soll man mehr aussteigen müssen. Eine Bank präsentiert stolz ihren Autoschalter. Im Dezember 1963 werden die nächsten Abschnitte der Stadtautobahn freigegeben. Der Halbring um die City West nimmt Gestalt an. Allerdings merken nun auch die Anwohner, was eine Autobahn vor dem Fenster bedeutet. Also der Lärm ist hier fürchterlich. Man kann nachts überhaupt nicht schlafen.
Es wäre wünschenswert, wenn die Verantwortlichen, die diese Straße hier gebaut haben, mal eine Weile hier ruhen würden. Dann würden sie sehen, was sie angerichtet haben. Ich bin ja nun schon ein alter Mann, aber ich will Ihnen mal sagen, ich kann das hier gut hören. Wenn ich die Nacht muss, ich mir mein Kleister in die Ohren stecken, damit ich schlafen kann. Der Autobahnring soll einmal die gesamte Berliner Innenstadt umschließen. Pläne für den Fall des Mauerfalls, die Wiedervereinigung. Doch das ist am Ende dieses Jahres unendlich weit weg. Jetzt geht es um kleinere Fragen wie die, ob Westberliner vielleicht endlich mal wieder ihre Verwandten im Osten besuchen dürfen. Im Dezember beginnen Westberliner Senat und DDR-Regierung darüber zu verhandeln. Das erste Treffen war so, es treffen sich zwei von feindlichen Feldpostnummern, ja? Und sitzen am Tisch und sollen nur was zustande bringen. Die Leute wussten ja nicht, geht das gut zu Ende oder scheitert es. 5 Tage dauert das diplomatische Ringen. Gebannt verfolgen die Berliner das Auf und Ab. Wind of Change. Im Westteil der Stadt bereitet man sich vorsorglich für den Fall der Fälle vor. Schulturnhallen werden zu potenziellen Passierscheinstellen erkoren, provisorische Telefonleitungen verlegt. Mancher Hausmeister meldet Bedenken an. Der Hallenfußboden könnte zu sehr beansprucht werden. Doch noch ist nichts entschieden. Auch wenn an den Grenzkontrollstellen schon Absperrgitter abgeladen werden, erst am 17. Dezember 1963 kommt die erlösende Nachricht. Wir alle haben lange genug auf diese Nachricht warten müssen. Nun wissen wir, dass das Weihnachtsfest für Hunderttausende Berliner in beiden Teilen der Stadt schöner werden kann. Jetzt ist es amtlich. Die Westberliner dürfen rüber. Aber wie? Wen zum Beispiel schickt Ostberlin nach Westberlin, um die Passierscheine auszustellen? Die Postangestellten der Deutschen Demokratischen Republik, die in den Passierscheinstellen der DDR in West-Berlin Dienst tun werden, passieren die Staatsgrenze. Sie werden von Staatssekretär Martin Franke mit herzlichen Worten verabschiedet. Also auch alles Gute, viel Erfolg bei einer schönen, komplizierten Arbeit. Und ich denke, heute Abend werden wir uns alle wiedersehen und können die ersten Erfahrungen austauschen. Dass die Postangestellten, die da über die Grenze kommen, in Wirklichkeit getarnte Mitarbeiter der Stadtsicherheit sind, ahnt man auf der Westseite. Aber in diesen Tagen zählt nur das Ergebnis. Denen, die draußen warten, ist alles egal. Sie stehen Schlange, Stunden und Tage bei Kälte und Schnee. Wir haben schon manche Nacht irgendwo gestanden, beim Militär und in der Gefangenschaft. Und jetzt, wo wir zu den Brüdern kennen, dann stehen wir, wenn es geht, 2 Tage, Tag und Nacht. Ich habe auch nur eine einzige Schwester drüben und möchte sie so gerne sehen und die warten so sehr. Ich stehe seit dem 18. jeden Tag 6 Stunden. There's a golden sky and the sweet silver sound of love. 28 Monate steht die Mauer jetzt. 28 Monate von 28 Jahren. Nun öffnet sie sich für ein paar Tage. Himmel auf Erden. Ich
ich weiß noch, wie ich im Übergang Friedrichstraße stand und wie dann die Verwandten kamen. Und ich sehe meine Tante Lina noch vor mir, die war damals schon sehr klapprig und die so zitterte, die hatte so weiße Löckchen, so war ganz weiße. Und die zitterten so, weil sie so zitterte, weil sie auch so aufgeregt gewesen ist. Mutter hat Rouladen gemacht und Rotkohl, das konnte sie wirklich sehr gut. Und man aß und dann machte man einen kleinen Spaziergang ums Eck. Ansonsten hat man diese Bewegung, diese Begegnungen für was Wertvolles erachtet. Ja? Und wir streiten uns nicht. Wir streiten uns nicht, wir freuen uns, wir sind verwandt, wir lassen uns was erzählen. Wir gucken uns die Fotos vom Italienurlaub an. Man hat versucht, das Leben dem anderen irgendwie nahe zu bringen, was man ja geführt hat. Grenzkontrollpunkt Invalidenstraße. Pro Minute passierten heute Vormittag etwa 20 Westberliner Fahrzeuge allein diesen Kontrollpunkt. Eine Leistung, wie sie noch an keiner Staatsgrenze erreicht wurde. Selbst von westlicher Seite musste das anerkannt werden. Für die Betreuung der Kinder wurden inzwischen in allen Ausgabestellen Spielzimmer eingerichtet, in denen sich geschulte Kräfte während der Wartezeit mit den Kindern beschäftigten. Wie heute mitgeteilt wurde, sollen ab morgen auch besondere Aufenthaltsräume für Alte und Gebrechliche eingerichtet werden. 700.000 Westberliner machen schnell mal rüber. Doch nicht alle haben Angehörige im Ostteil der Stadt. Um Verwandtschaft aus Erfurt, Cottbus oder Dresden zu treffen, besorgen sie sich Adressen in Ost-Berlin, die sie an der Passierscheinstelle angeben können. So wird manch Ost-Berliner Haushalt zur Tarnadresse. Es kamen auch Leute zu uns, die ich eigentlich nicht kannte oder mit uns gar nicht verwandt waren. Also es ist offensichtlich nicht geprüft worden. Und dann fanden große Familientreffen in unserem Wohnzimmer statt. Dann kamen Leute, Geschenkübergabe, diesmal nicht für uns, sondern für eine andere Partei, ja. Unter denen, die auf diese Weise ihre Familie aus der DDR wiedersehen können, ist auch Jürgen Engert. Meine Eltern kamen aus Dresden nach Ost-Berlin. Wir haben uns getroffen. Die Eltern sahen zum ersten Male ihre Enkelin. Ob es einen weiter geben würde, wusste man nicht. Mein Bruder hat sehr geweint und wir haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen. Sehr, sehr, sehr. Und das war einfach überwältigend, traurig war. So ein großer, starker Kerl, der hat nie, also wir, das war furchtbar, war das. Ich weiß nur, dass es für mich ein großes Glück bedeutet hat, die zu sehen. Und nicht bloß, weil sie was mitgebracht hatten, sondern weil ich so dachte, Familie ist schön.